Hi Leute, wir befinden uns mal wieder im Hauptmenü der Wii U, denn wir möchten dieses Spiel hier spielen. Kam gerade vor 5 Minuten per Post an und ich dachte sofort, yo, let's look at. Ich habe mir überlegt, Let's Play, aber ich habe im Moment einfach keinen Spot dafür. Ich habe ja noch DuckTales und sonst eigentlich alle meine Let's Play Spot belegt, deswegen wird das erstmal nichts. Vielleicht später mal, wenn ich dann halt nicht blind spiele. Dann dürfte ich das ganze Spiel auch schneller durchspielen. Egal. Erstmal genießen. Neues Spiel. Und ich bin ruhig. Ein Jahrhundert. Ein ganzes Jahrhundert. Hemmungslosen Gähnens und Schnarchens. Es scheint, als wären die Helden der Lichtung der Träume einem geheimnisvollen Schlafzauber verfallen. Aber vielleicht brauchen sie auch nur eine Mütze Schlaf. Unterdessen vermehrten sich die Albträume. Sie breiteten sich aus und erschufen neue Dämonen. Grauenhafter als jemals zuvor. Ist in Gefahr, mein Freund. Schnell, wecke unsere legendären Helden. Yay! Die Geschichte geht da weiter, wo Origins aufgehört hat. Und das sieht schon mal echt cool aus. Touchscreen andrücken. Yay. Yeah. Okay, springen, schlagen. Wir müssen offenbar nichts neu lernen. Wir können gleich rennen und uns die schönen Lumps einsammeln. Ich bin übrigens großer Rayman-Fan. Bam. Vor allem der GameCube-Teil fand ich richtig cool. N64. Also, ja, ich habe eigentlich alle Raymans gezockt. Das Original habe ich noch nicht durchgezockt. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich nicht durchgezockt habe. Und Origins auch nicht. Stimmt, das habe ich nicht komplett durch. Auch wenn ich es ziemlich weit gezockt habe. Ja, ansonsten, bam, einfach mal, was? Ach, so geht es auch. Okay, hier kriegt man auch ein paar Lumps. Und bam. Yay, das ist gleich ein Geheimgang. Das ist übrigens das Level, was man auch schon aus der Demo kannte. Habe ich dazu schon einen Let's Look at gemacht? Ich weiß gar nicht. Und wir können natürlich auch gleich fliegen. Das ist ziemlich cool, dass man gleich alle Fähigkeiten hat. Das fand ich aber bei Origin eigentlich auch ganz nett, dass man die erst lernt. Yay! Schon mal eins. Und ich werde das natürlich persönlich durchspielen jetzt in nächster Zeit. Hü. Bam. Nein. Bam. Bam. Und bam. Au. Das war. Au. Damit ich stand da im Loch drin. Ach stimmt, ich muss ja den Touchscreen berühren. Du bist dran, Murphy. Yay. Und jetzt geht's erstmal auf dem Touchscreen weiter. Aber ihr seht da oben noch relativ genau so viel. Genau, jetzt können wir uns nämlich schießen. Bam. Komm, schlag ihn kaputt, Klobox. Das erste Level ist vielleicht gar nicht so gut, um es zu zeigen, aber so geht eigentlich auch. Nur, dass ich jetzt halt nicht ins Mikrofon sprechen kann. Das ist ein bisschen doof. Komm, sammel die Dinger ein. Und das aufmachen. Halt. Mach damit. Schon ein Geheimnis verkackt. Na gut. Yay. So, so. Nein. Das war auch wieder doof. Na gut. Das hole ich mir später, wenn ich das selber spiele. Hab.
Ich versuche mal nur auf dem PC-Bildschirm zu zocken und schau, ob das geht. Das müsste eigentlich auch gehen. Okay, nee, es geht nicht. Und jetzt können wir drehen. Komm da hoch erstmal. Haha. Bam. Und ab in den Geheimgang. Yay. Ja. Und dann kann man auch wieder drehen. Erstmal noch runterflattern lassen. So. Komm. Darüber. Darüber. Klobox. Ja, danke. Und dann hier runter. Nee? So rum? Okay. Wie du willst. Willst halt nicht ins Feuer. Kann ich irgendwie verstehen. Dam, dam, dam. Einen haben wir leider schon verpasst. Naja, was soll's. Soll ja nur zum Let's Look at Zwecken sein, richtig? Und das geht erstmal hier runter. Komm. Ah, die kann ich selber machen. So. Nimm. Na, oder so halt. Nicht? So. Sup. Yay. Ja. Und hier hoch. Ups, sorry, das war ein bisschen zu schnell. Für den lieben Clubbox. Ja, so geht das. Yay. Komisch, dass das erste Level gleich ein Level ist, wo man keinen Rayman zocken kann. Erstmal hier rüber. Weil da garantiert ein Geheimnis ist. Hopp. Oh, das war ein Gegner. Okay. Na gut. Bam. Yay. So, rüber da bitte. Nein. Runter. So. Und du auch. Hopp. Sehr schön. No problem hier. Die Passagen sind eigentlich relativ leicht. Für Rayman-Verhältnisse. Komm. Mach ihn futsch, Globox. Yay. Okay, uns haben ein paar gefehlt. Aber was soll's. Bam, 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 bam. Bin gespannt, was jetzt passiert. Achso. Wir müssen natürlich noch die Tür öffnen. Uplay-Aktion abgeschlossen. Dabei bin ich gar nicht bei Uplay angemeldet gerade zurzeit. Und tschüpp. Bronze haben wir. Silber haben wir. Yay. Ein Kleeblatt haben wir. Damit kann man sich bestimmte Belohnungen freischalten. Andere Kostüme und so Zeug. Es gibt so Kreaturen oder sowas. Yay. Auf jeden Fall können wir uns jetzt hier frei bewegen. Bam, 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 bam. Das ist praktisch die Hauptwelt. Schön, dich wiederzusehen. Dank, dass du Rayman Legends Challenge App gespielt hast. Du erhältst die Pokale, die du... Ah! Raymond bekommt man durch die Rayman Challenge App, die man sich kostenlos runterladen konnte, noch bis vor kurzem. Ich glaube, das geht jetzt nicht mehr bei Release. Würde mich zumindest wundern. Und ihr seht, es gibt einiges an Level hier erstmal. Und das ist nur die erste Welt. Yay. Nein, da will ich eigentlich gar nicht rein. Na gut, dann überspringen wir halt ein Level. Zauberwald. Come on. Ach, damit. Okay, los geht's. Bam. Hopp. Und bam, bam. Das nehmen wir natürlich mit. Rayman alleine zu spielen ist deutlich schwerer, als wenn man es mit einem Kumpel spielt. Weil ein Treffer einen direkt wieder an den Neustart oder an den letzten Checkpoint setzt. Das war übrigens Absicht. Auch wenn mir das nicht niemand glauben wird. Komm. Yay. Rennen. Die Renntaste ist die wichtigste Taste. Ah, damit. Oh, die Musik. Ihr wisst, ich stehe auf gute Videospielmusik. Come on. Ja, so geht's. Okay. Hoch da. Boing, boing. Und auf einen guten Flow bei einem Jump'n'Run. Und das ist hier definitiv gegeben. Rayman, wie es immer Rayman war, bevor diese Hasen dazu kamen. Nicht, dass das an sich schlecht war. Ich habe selber gern gezockt, aber es war halt kein Rayman mehr. Wie komme ich da hoch? So, komme ich da hoch, okay. Dürfte ich nochmal eine Chance bekommen? Nein, kriege ich nicht, okay. Schade.
Ja, man muss alles erkunden, deswegen sind zwei Spiele auch manchmal echt nötig. Weil dann kann man sich gegenseitig wiederbeleben. Ohne gleich komplett zu failen. Okay, das war nichts. Da ist nichts drin. Hab. Da hinten ist eine Schatztruhe auf dem Baum. Okay. Bam. Okay, wenn man diese Dinger macht, dann bewegt sich offenbar einiges. Wow. So. Du auch bitte. Wow. Da braucht es wirklich einen Plattformer mit guter Steuerung, um solche Rätsel einbauen zu können. Und das hat Rayman definitiv. Und hopp. Wow. Der versucht mich hier gleich zu erquetschen. Na gut. I'll take that. Es nicht sehr nice. Komm mal. Wirklich? Dieser eine Lump, der nicht mal was bringt. Außer zwei Lumps. Schip, schip, schip. Okay. Ist auch frei. No problem. Bisher alles in Reihenfolge. Komm mal. Nein. So. Haha. Gleich zwei auf einmal. Und da fliegt gleich der nächste. Okay. Bam. Nein, 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 nein. Ach, damit. Das hat ja nicht so gut geklappt. Okay, nochmal. Kann das bitte aufhören? Oh, 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 oh. Wow. Hab. Okay, ich muss auf jeden Fall an diese Ranke. Ah, so geht das. Okay. Hab. Komm hoch da. Danke. Wuhu. Yay. Au. Okay. Wow, der Gegner ist ein bisschen stärker. But alright. I'll take that. Ah, come on. No. So, und daran. Wieder zurück. Ihr seht, das Spiel ist nicht ganz leicht. Und deswegen liebe ich es auch so. Okay. So, muss nur warten, bis er seine Schwäche offenbart. Gut, schwimmen kann man sowieso, das ist kein Problem. Da ist noch ein Geheimnis und rein da. Lums. Nein, damit, ich habe den ersten verpasst. Naja, was soll's. Nicht alle Lums. Aber ein weiterer Kleinling. Das sollte dann schon passen. Nochmal ein Herz. Das sind dann extra Lums. Boing. Da unten ist doch garantiert was. Come on. Die Wasserlevel sollen hier offenbar auch relativ cool sein. Freue ich mich schon drauf. Coole Wasserlevel. Fällt mir genau einer. No. Damit. Sollte aber auf jeden Fall... Ja, bam, 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 bam. Auf jeden Fall für das Glücksamulett und beinahe für die Goldmedaille. Dammit. Werde ich privat auf jeden Fall versuchen zu bekommen. Wenn ihr wollt, kann ich noch, wenn ich mal ganz viel vom Spiel freigeschalten habe, ein späteres Level zeigen. Bam, 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 bam. Nice. Damit haben wir das freigespielt. Yay. Bravo, du hast die Welt, die Zauberkröte freigeschaltet. Die Kleinlinge dort brauchen deine Hilfe. Okay. Toad Story. Ja, das ist die Überwelt. Gibt es verschiedene Dinge zu tun und sehr viele Welten. Und wir haben die erste Welt noch nicht mal abgeschlossen, deswegen... Please go back to the first world. Okay, das lassen wir mal aus. Bewusst. Was ist hier? Rette Barbara. Okay, why not? Auch wieder eine Mikrowelt? Okay. Sup. Ist das ein... okay, was ist das? Wieder ein... Na. Okay, wartet kurz. Kurz Level verlassen. Das brauche ich noch nicht mehr zu zeigen. Das wäre doof. Das sieht man eh so wenig vom eigentlichen Gameplay. Auch wenn die Level cool sind und alles. Also das sage ich jetzt nicht, dass die schlecht wären. Im Gegenteil. Okay. Was zeigt dieser Totenköpfe an? Keine Ahnung. Hm. Geh mal hier rein.
Das sieht mir auch wieder nach einem Murphy-Level aus. Bam, bam. Yay, ein Herz. Bringt mir das was? Ja, Tatsache. Cool. Bam. Dammit. Okay, da komme ich jetzt nicht mehr ran. Nope. Okay, von mir aus. Ja, das war wieder Murphy-Level. Na gut, wenn hier eh nur Murphys gerade sind. Du bist dran, Murphy. Yay. Dann zeige ich halt nochmal ein Murphy-Level. Sup. Los geht's. Raussehen. Bam, bam, bam. Komm, mach kaputt. Das hier muss hoch. Okay. Bam. Habe ich was verpasst, aber egal. Komm, machen kaputt. Alle am Arsch. Bam, bam. Nein. Oh. Ja, das ist am besten, wenn man zu zweit spielt. Ganz eindeutig. Da unten ist ein... No, zurück. Ah, oh, ich kann dich nicht zurückbefehlen. Nein. Lass mich in Ruhe. Du auch. Du auch. Yay. Und dich mach den sowieso fertig. Von alleine. Blub. Sehr schön. Da oben ist es versteckt. Kriegt man auch hin. Wenn es schon der zweite ist, das soll's. Alle weg hier. Kein Bock auf euch. Yay. Okay. Nicht sonderlich schwer. Ja, jetzt kannst du ihn kaputt machen hier. Bam, 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 badadadam, bam, badam. So. Du bist mir, glaube ich, auch relativ egal. Haha. No. Das war nicht so gut. Okay, die Level sind gar nicht so ohne. Da oben wäre ein Geheimlevel gewesen. Alles mit zwei Spieler leichter zu machen. Bam. Bam. Auch wenn ich gehofft habe, euch noch ein bestimmtes Level zeigen zu können. Naja, möchte nicht sein. Ja, machen wir das Level so schnell wie möglich durch, damit ich noch Platz habe für ein weiteres normales Rayman-Level. Sup. So, so. Komm her. Yay. Sup. Alle einsammeln, bitte. Da links ist auf jeden Fall ein Geheimlevel. Yay. Ich sehe die Geheimlevel, aber mit Murphy kann man da echt schlecht drauf reagieren. Ach so. Sup. Okay. Was zur Hölle? Komm, geh nochmal da rein. Ah, ich glaube, ich muss ihn rechtzeitig schlagen. Interesting, interesting. Oh, erstmal hier. Schlecht. Warte mal, lass ihn mal bitte los. Muss natürlich die richtige Grundposition wählen. So. Ja, yeah, so rum geht das. Okay. Nice. Schup. Ein Küsschen. Extra Lums. Nein. Ihr kriegt mich nicht. Ohne Gegenwehr zumindest. Dann geht's auch nochmal entlang. No problem. Haben wir zumindest mal einige nochmal hingekriegt. Komm hoch da. So. Und so geht's rüber. Nein, nein. Mach schon kaputt hier alle. Bam. Bam. Los, schlag ihn. Hallo? Ach, endlich. Okay, die KI ist da manchmal ein bisschen komisch. Schade. Yay. Ein weiterer frei. Okay. Wieso zur Hölle seid ihr an der Leine? Könnt ihr mir das mal gescheit erklären? Wahrscheinlich nicht. Ihr könnt ja, glaube ich, nicht mal reden. Von dem her, vergesst, was ich gesagt habe. Bam. Ich würde auch kaputt machen. Thank you. Und eine Rutschpartie. Yay. Oh nein.
befürchte Übles. Yay. So geht das dann schon. Okay. Bam, bam. Und jetzt gleich noch ein normales Level. Na, schade. Aber immerhin ein Kleeblatt. Das reicht mir erstmal. Für das Let's Look Edge. Sup. Bam. Okay. Ja, ich weiß. Das werden wir nicht im Let's Look Edge zeigen. Das müssen die Leute selber rausfinden, indem sie sich das Spiel kaufen. Komm mal. Yay. Gerade noch so ein Herz bekommen. Das scheint mir wieder ein normales Level zu sein. Ey. Ärgert ihn nicht. Ha, ha. Hey. What the? Habe ich gesagt normales Level? Naja, normal ist in Rayman irgendwas sehr komisches. Bam. Oh je. Oh je. Da ging was verloren. Dammit. Okay. Was ich glaube ich noch hätte holen können tatsächlich. Nein, das habe ich doch gesehen. Das Level kenne ich doch aus dem Review. Wieso habe ich das nicht bemerkt? Dammit. Hopp. Und schöner Flow, wie immer. So. Und schnell hier rüber. Boing. Wow. Ach, dammit. Okay. Rennen. Schneller rennen. Wow. Das Level macht schon ordentlich Eindruck. Das kann ich schon mal versprechen. So, raus da. Yay. Wieder rein da. Come on. Oh, 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 oh. Da bringt mir das Herz gar nichts. Okay, weiter geht's. Schipp. So rum halt. Oh, je, je, je. Aber die Checkpointe sind zumindest ganz gut gesetzt. So, dass man das eigentlich noch ganz gut schafft. Okay, warte. Wie mache ich das jetzt am besten? So? Ja, so. Lums. I want you. Oh je. What the? Was geht mit diesem Level ab? Das ist ziemlich cool. Schip. Okay. Oh oh. Heißt das, ein Zweispieler könnte mir hier mithelfen? Hopp, hopp, hopp. So. Auch dich kann ich leider nicht mehr retten. Tut mir leid. Ich weiß. Run. Wow. What the? Und es sieht natürlich super aus. Ich hoffe, das kommt bei euch auch gut rüber. Zup, 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 zup. Au. Ach, das war ein Herz. Naja, was soll's. Wow. Haha. Was machst du jetzt? Haha. Yay. Was zur Hölle? Okay. Das war ein sehr hektisches, aber auch sehr cooles Level. Und zeigt, dass Rayman wirklich nicht der 0815-Plattformer ist. Für den manche ihn, glaube ich, immer noch so ein bisschen halten. Nein, das ist definitiv mehr als 0815. Schipp, Kleinlinge in Kalamitäten. Blub. 2, 3, dam, dam. Okay, ich würde aber sagen, das war's dann für das Let's Look At. Ich zock hier mal weiter. Und ihr könnt euch überlegen, ob es euch gefallen hat. Kostet um die 50 Euro für Wii U, Xbox und PlayStation, glaube ich. 45 Euro. Sowas rum. Und 29 Euro für den PC. Aber da gibt es dann auch nicht den vollen Umfang. Da fehlen, glaube ich, einige Mehrspieler-Level und so. Kann man es da überhaupt zu Match spielen? Das ist eine gute Frage. Wäre ganz cool, wenn man es online zu Match spielen könnte, weil das kann man hier nicht. Joa, das wäre es soweit von mir. Falls euch gefallen hat, liken. Falls euch sehr gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute.